Ja, hallo liebe Leute, ich bin hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Jetzt habe ich ganz vergessen, hier drauf zu drücken gerade. Ich bin momentan 443 Item, wir haben ja auch direkt einen Wingsbrock, wie es aussieht. Ich spiele hier gerade mit Vision der Perfektion, mit der Fokussierungs-Iris und mit Erinnerung an den Klartraum. Und jetzt bin ich mein Appen M4, deswegen. Oh, jetzt habe ich daneben gekickt. Wir können mal kurz debuffen hier bei meinem Trinket. Und dann cleaven wir hier mal ordentlich rein. Habe ich noch irgendwas vergessen? Meine PvP-Talente? Ich spiele gerade Sack, das wollte ich eigentlich nicht, das ist unlucky. Wir spielen gerade Segen des Refugiums, wir spielen Hammer der Abrechnung und Rechtbringer. So, jetzt bin ich aber voll da, wunderbar. Jetzt können wir hier eventuell den Heal locken, genau. Jetzt sehr kurz lockt, jetzt trinketen wir das. Eventuell gebe ich mir Leon Hands anstatt Bubble. Ich gebe mir Leon Hands. Einfach nur, um sicher zu sein hier. Wir stunnen den auf dem Heal nochmal. Eventuell kriegen wir ihn hier down, sollte drauf gehen, ist tot. Jetzt gehen wir auf den Hexer, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der will den gleich retzen. Oh, wer den nochmal rootet, kann ihn hier ganz fix finishen, kriegt nochmal einen Coil drauf, das ist ganz schlecht, ich habe Word of Glory. Word of Glory geht raus, ich habe gerade noch keine Bubble für 10 Sekunden, ich kann den Vary slow, nein, der spielt Execute Charge. Oh mein Gott, der spielt Execute Charge, sonst wäre ich nämlich nicht mehr hinterhergekommen. Ich habe gerade getried, ein bisschen auf Distanz zu kommen, weil einen Heal hätte ich nicht mehr durchgecastet bekommen. Egal, unlucky, kann man nichts machen. Sind wir jetzt voll? 2, 4, 6, 8, 10, jetzt sind wir voll. Jedes BG hat heute gerade mit weniger Spielern angefangen die ganze Zeit. Vorher hatte ich überhaupt ein BG, da waren 3 Leute drin und die Gegnergruppe war komplett voll. Ein bisschen mysteriös gerade. Ein bisschen mysteriös. Hier ist massiver Zerg, aber das sind unsere Heiler, wie es aussieht. Da werden wir uns gleich noch mit reinballern. Wir können ihm eventuell eine Melee-Bubble geben. Wir geben eine Melee-Bubble, auch wenn Heal eine Eule noch auf dem draufstickt. Aber sicher ist sicher. Wir haben ja zumindest mal einen Wingsbrock nochmal. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz auf den Heiler. Auch wenn es jetzt nicht sein muss. Der zieht hier Schild-CD. Das bringt ihm nicht allzu viel. Vor allem, wenn wir ihn stunnen und kurz purgen. Dann können wir ihn nämlich ganz einfach hier umhauen. Easy peasy, da der Little Pains abgehen soll. Wir haben sogar nochmal Wings ready. Die Eule geht hier in Bär rein und hat Reck an. Hat hier nochmal Last Stand Brock oder beziehungsweise Gladiator Medaillons Brock. Jetzt können wir kurz den Lock hier killen. Sollte drauf gehen. Wunderbar. Nein, gerade nicht. Wird nochmal geheilt vom Shami, der gerade nochmal reinkommt. Der wird getrappt. Wobei das ein Ele-Shami. Hat er den gerade geheilt oder war das gerade ein Gesu? Ich bin mir gerade nicht sicher. Eins von beiden. Wir können ihn nochmal kurz aufheilen und dann sollten wir den hier kurz anhand auch noch gekillt bekommen. Wir kriegen irgendwie keine Orbs, aber das sollte sich hoffentlich noch drehen hier im Laufe des BGs. Wir haben zumindest... keine Orbs, eigentlich keine Erze. Das sollte sich hoffentlich noch drehen. Der klaut mir den Bersi. Okay. Nee, doch nicht. Was? War der, hat das gerade gebuggt oder hat er den jetzt nicht gepickt? Jetzt habe ich. Irgendwie hat das gerade ein bisschen gebuggt. Die anderen zwei spawnen ganz drüben. Das ist schlecht, weil unsere ganzen Leute hier bei dem Erz sind, das wir jetzt wahrscheinlich gleich abbauen werden. Da drüben haben wir einen gerade, das ist ein Heal-Shami. Können wir vielleicht schauen, ob wir da ein bisschen supporten können, damit wir vielleicht das untere kriegen. Der Geist stickt auf dem, killt er den selber. Ich will da gerade nicht vom Erz weg, sondern ich würde hier gerne schon mal den ersten hier killen. Wir können ihn hier gleich mal slowen und schauen, ob er ein bisschen... okay, kommt direkt dran zu mir. Ich dachte, ich kann vielleicht auf Range ein bisschen Schaden reinballern, bevor er irgendwas macht. Können ihm hier Trinket geben, Reflect, Reflect kümmert uns nicht. Das Erz sollte eigentlich gleich rausbrechen, aber in dem Moment dreht alles andere um und kommt zu mir, das ist gar nicht gut. Deswegen schauen wir, dass wir hier anti-tappen können. Ich habe noch eine Bubble ready, ich habe allerdings keine Cooldowns gerade ab. Wir können hier allerdings in den Wall mal kurz reingehen. Wir können uns hier einmal healen, healen uns gleich nochmal. Oh, der Rogue, Alter, der Rogue zieht einfach ganze Gruppe raus. Die haben Priester, das heißt Massenbannung wäre möglich gerade. Deswegen versuchen wir in der Nähe vom Priester zu chillen. Gehen hier mal kurz in den Bubble rein. Den Geist können wir auch nochmal umhauen. Der Pali will mich gerade ziemlich bad. Jetzt kommt MD. Da kommt ein Spirit Link. Da steht leider keiner drin. Das ist jetzt nicht so schlau. Dafür können wir jetzt mal CDs ziehen. Wobei da hinten ist ein Heiler. Den kicken wir jetzt erstmal wieder. Jetzt ist er Shadowlock. Das heißt, er kann mich gerade nicht vieren. Jetzt stunnen wir ihn hinterher. Müsste seine Insi werden. Hat aber gerade keine. Vielleicht kriegen wir noch down. Oh mein Gott, der grippt sein Heal. Nein, was? Sein Mate hat ihn gerade fast oben gebracht und jetzt lagt er weg. Was? Oh mein Gott, ich kann ihn kicken ganz late. Sollte jetzt drauf gehen. Ich werde ihn nochmal im Seed. Oh mein Gott, der Shadow ist ein Gott, Alter, im Supporten hier gerade von denen. Ach, da sind zwei, was? Ich dachte die ganze Zeit, das ist der hier, aber das war der andere hinten. Was? Oh mein Gott, Alter. Der Shadow, Alter. Respekt an den Boy. Der war wirklich gerade am Supporten wie ein Gott. Ich meine, der andere hat ihn reingetrollt, aber der eine hätte ihn fast gesaved. Wir können ihn hier mal kurz slowen, dann gehen wir mit unserem Trinket als Debuff. Er stunt mich DR, das bringt ihm nicht so viel. Er könnte mich noch vieren jetzt. Schauen wir mal, ob er für ein 4 geht oder ob er in die Dispo reingeht. Er viert mich.
Und geht verblassen, aber ich glaube nicht, dass er verblassen spielt. Er geht Dispersion auch noch im Verblassen. Ich glaube nicht, dass er verblassen gerade gespielt hat. Bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Können vielleicht den Priester hier finishen, wenn wir rankommen. Priester ist down. Den Vari, den stunnen wir hier mal. Wird wahrscheinlich sein Insi werden. Da ist Insi. Jetzt können wir ihn hier mal wegslowen eventuell. Nein, können wir nicht, weil er Fury ist. Schauen wir, dass wir gerade so ein bisschen auf Distanz stehen. Immer ein bisschen weggehen die ganze Zeit, damit er nicht healen kann. Alter. Warum tunnelt er mich jetzt nicht? Jetzt kann er killen. Okay, interessant. Ah, wir holen auf jeden Fall auf. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Können wir hier auch mal kurz abstauben. Was war das gerade? Was hat der gerade probiert? Ey, Mann. Das Orb ist da oben. Wir lassen den nicht weg, weil die wollen hier irgendwie für ein anderes gehen. Oh mein Gott, da ging mein Kicker auch noch rein. Das ist nicht gut. Wir müssen schauen, dass wir auf jeden Fall die zwei Erze hier kontrollieren. Das erste haben wir abgebaut. Somit sind wir mal gleich auf. Das ist schon mal gut. Wir holen hier einen Win langsam raus. Den sollte einer stunnen, weil er hat Cast-Immunität an. Da steht ein Stun-Totem, da geht man weg. Jetzt hat er Drosseln. Auf der Drosseln kriegt er 4. Können ein bisschen rein damagen. Da kommt leider schon der Kidney-Shot. Das war ein bisschen unglücklich gerade. Hätte ein bisschen warten sollen noch. Schauen wir mal, castet er noch was? Castet nichts. Wir looten ihn, weil er sonst nämlich eventuell an... Ah, nee, Moment. Ich habe hier gerade abgebaut. Eigentlich wollte ich ihn looten, aber er hat die schon freigelassen. Ich dachte nur gerade zur Sicherheit, looten wir lieber rein, nicht, dass er hier nochmal Angst und einfach nochmal Anti-Tap macht. Das kann nämlich gerade, wenn es so knapp ist, nochmal ziemlich viel entscheiden. Oh, jetzt spawnen beide oben. Das ist gut. Ich habe das andere Trinket, wollte ich eigentlich austauschen. Ich bin gerade komplett falsch angezogen. Das bringt mir gerade gar nichts. Eigentlich wollte ich ein paar andere Sachen anziehen. Könnte ich zwar jetzt noch machen, aber egal. Oh, jetzt nehmen wir das hier. Das ist Cooldown, oder? Alle Abklingzeiten wurden zurückgesetzt. Das ist not bad. Wir schauen mal, ob irgendwo was kommt. Ich sehe zumindest gerade keinen. Die sollten aber wahrscheinlich gleich mal pushen hierfür. Ist das nochmal ein Bersi oder was ist das hier? Oder ist das immer wieder... Ah, Bersi. Nice, 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 nice. Ich glaube, wir warten einfach bei dem Erz und ziehen schon mal präventiv unser Trinket. Schauen wir, ob der Shami da irgendwas tut mit mir. Der hat gerade gelieft. Er kann ja gar nicht helfen. Er ist Schamane. Was? Ich denke gerade... Nee, was? Was ist das denn? Egal. Jetzt hat er mich nochmal geschiert. Egal, wir ballern da rein. Wir haben Bersi auch noch an. Das heißt, wir sind eigentlich ziemlich... Ziemlich gut in Fahrt hier gerade. Sollte irgendwas ziehen, zieht nix. Stellt nochmal Stun, Totem, das killen wir, wir looten ihn. Okay, lässt wieder frei. Was hat er gerade probiert, Alter? Ich wollte looten, er wollte looten, aber keiner konnte sich so recht entscheiden, wer jetzt was macht. Der Priester will sich aus dem Staub machen. Den slowen wir hier mal ganz kurz und schauen, dass wir noch so viel wie möglich Pressure machen. Können wir mit dem Gleiter hinterher fliegen. Dann babbeln wir das hier einfach. Stun ihn hier nochmal. Wird wahrscheinlich sein Trinket werden. Nein, ist Dispersion. Wir laufen die ganze Zeit mit ihm mit. Immer ganz eng an ihm ran. Damit er hier nicht mehr viel machen kann. Silenced mich nochmal aus Panik. Frisst hier nochmal einen Gisu. Dann, was war das jetzt? Ich glaube, er hat gerade einen gelifeswappt. Was? Ne, warte. Was war das gerade? Der hat sich gerade massiv geheilt. Einfach so. Was? Wie halt? Er rennt die ganze Zeit mit mir im Kreis. Der andere Pali? Was macht der andere Pali? Der andere Pali ist verwirrt. Können wir nochmal Leon Hands geben? Ich bin mir nicht sicher, ob er mitspielt oder eher nicht. Vielleicht kriegen wir einen Kick vom Pali. Nein, kriegen wir nicht. Der kickt nicht. Hat er keinen Kick? Kicken geht in den Strahl. Was ist hier los, Mann? Nee, ich verstehe gerade echt nicht, mit was der sich geheilt hat. Weil er ist einmal von 10% auf 21 hoch. Da denke ich mal, dass es Gisu war. Und dann auf einmal hat er sich nochmal fast getoppt. Aber das war kein Leon Hands, er hatte keinen Debuffs und nichts drauf. Interesting. Okay, wir können den Pali hier finishen. Da hinten sollten wir eigentlich zum Zerg gehen von dem Orb, aber... Finishen den hier. Wir sollten eigentlich zum Zerg gehen von dem Orb. Habe ich Rocket Boots ready? Habe ich nicht. Das ist unlucky. Oder ne, warte mal, ich habe einen neuen Gürtel an, oder nicht? Ach, die haben keine Rocket Boots drauf. Warte mal, der Druid hier macht Anti-Tap. Ich glaube nicht, dass der Vari Anti-Tap. Oh mein Gott, mein Stun ging in Bladestorm rein. Das war so unlucky gerade. Das geht's halt nicht. Was ist gerade los, Mann? Okay, das haben wir, das haben wir. Dann schauen wir mal. Vorne sollten wir safe sein. Ich glaube, wir müssen noch für das eine oben gehen. Mich wundert es, dass wir das gerade noch gewinnen, Alter. Mich wundert es wirklich. Dass wir das gerade so gedreht haben. Not bad, not bad. Das haben wir eigentlich. Ich weiß nicht, ob die nochmal irgendwo reinspringen oder ob sie es nochmal versuchen, aber es sah gerade irgendwie nicht so aus. Eventuell tried nochmal irgendwas. Da
Da kommt nochmal die Eule rein. Die Eule macht nochmal Anti-Tap. Wir können nochmal Trinket aktivieren. Das Trinket ist jetzt nicht so geil, aber egal. Und wir werden dann am ersten für den Heiler oben pushen. Wobei der springt eh schon runter. Bauen mal ein bisschen Holy Power auf. Ich habe so das Gefühl, er wartet, bis ich Wings ziehe, bevor er viert. Genau, jetzt können wir direkt Trinketen. Jetzt hat er nicht wirklich was. Wir warten noch mit Stun ganz kurz. Und zwar stunnen wir jetzt, damit er late Trinketen muss. Aber das ging sich gar nicht mehr aus. Schade eigentlich. Wie sehen wir mit Schaden aus? 5 Millionen, nicht ganz oben. Das, obwohl ich die ganze Zeit gezerrt habe. Bisschen demotivierend, aber egal. Ansonsten war es gar nicht bad. War ein merkwürdiges Begier am Anfang. Aber hat sich dann noch zu besseren gewendet. Ich wünsche euch, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, von meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links sind immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.